Hallo, ich bin der Martin, also mit ganzem Namen heiße ich Martin Auer und ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, die Geschichte von der Prinzessin mit dem Bart. Aus der soll natürlich ein Buch werden, aber die Verlage, bei denen ich sonst meine Bücher herausbringe, die sind ein bisschen komisch. Ah, eine Geschichte, wo der Prinz nicht die Prinzessin heiratet, sondern einen anderen Prinzen. Nein, dafür ist die Zeit noch nicht reif. Also habe ich mir gedacht, ich frage euch, ob ihr mir helfen wollt, dieses Buch herauszubringen. Am besten, ich lese euch mal ein Stück von der Geschichte vor. Es lebte einmal in dem Land Burgund ein wunderschöner junger Prinz, der hieß Adelmut. Alle Mädchen im Land fanden ihn ursüß, und wenn er durch die Stadt ritt, fielen manche sogar vor Begeisterung in Ohnmacht, wenn sie ihn sahen. Er war so schön, dass die Sonne sich schämte aufzugehen, wenn sie ihn am Morgen sah. Deshalb musste er immer bei zugezogenen Vorhängen im Bett bleiben, bis es taghell war, damit die Sonne sich nicht gleich wieder verkroch. Jedenfalls sagte man das. Aber das war wahrscheinlich übertrieben, und in Wirklichkeit schlief er nur gern etwas länger. Eines Tages sagte sein Vater zu ihm: „Es wird Zeit, dass du heiratest, mein Sohn. Die Prinzessin Soralinda von Brabant sucht einen Bräutigam. Sie hat alle Prinzen und Ritter der Umgebung eingeladen, um sie zu werben. Nach alter Sitte will sie ein großes Turnier veranstalten, bei dem die Prinzen und Ritter zeigen sollen, was sie können. Und den, der alle Aufgaben am besten bewältigt, den will sie zum Mann nehmen und er soll König von Brabant werden.“ sagte der Prinz, „warum soll ich denn diese Soralinda heiraten? Ich kenne sie doch gar nicht. Ist sie denn nett?“ „Ja, ob sie nett ist, ist doch nicht wichtig“, sagte der König. „Brabant ist ein schönes, reiches Land, und wenn sie dich heiratet, wird es dir gehören.“ „Ach so, darum geht's“, sagte der Prinz. Also ritt Prinz Adelmut los, um in Brabant um die Prinzessin zu werben. Ob er unterwegs viele Abenteuer bestehen musste, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich musste er ein paar Drachen besiegen, gegen Windmühlen kämpfen oder gegen Außerirdische, die aus der Zukunft kamen. Jedenfalls kam er rechtzeitig zum Turnier an, und das war gut, denn wenn er zu spät gekommen wäre, dann wäre die Geschichte jetzt schon aus. Beim Turnier, da ging es jetzt nicht nur ums Schwertkämpfen und Bogenschießen, sondern auch darum, wer klug ist und Rätsel lösen kann. Und wer sich als gerechter Richter eignet. Und es gab immer zwei, die gewonnen haben, entweder der Prinz Adelmut oder der Prinz Goldherz. Beide waren sie praktisch gleich gut und die Prinzessin konnte sich nicht entscheiden. Als der Prinz Adelmut dann nach Hause gekommen ist, fragen die Eltern natürlich: „Na, wie hat sich die Prinzessin entschieden?“ Und er sagt: „Na, sie weiß es noch nicht, aber ich habe mich entschieden. Ich will den Prinz Goldherz heiraten.“ Na, große Aufregung natürlich, das geht nicht. Nur eine Prinzessin kann einen Prinzen heiraten. Also beschließt Prinz Adelmut, Prinzessin Adelmute zu sein. Ja, und wie es dann weitergeht, warum er sich dann noch einen Bart wachsen lässt als Prinzessin Adelmute und wie es am Ende ausgeht, das verrate ich noch nicht. Die Geschichte ist schon fertig geschrieben. An den Bildern muss ich noch einiges tun und das ist auch noch eine Menge Arbeit. Wie ihr seht, kann ich nicht zeichnen. Ich suche mir alte Bilder zusammen und schneide sie aus und setze sie auf dem Computer zusammen. So habe ich das Titelbild zusammengebaut. Die Prinzessin muss natürlich einen Bart bekommen. Da gibt es ein paar Herren, die nicht sehr erfreut sind über diesen Anblick. Da gibt es einen Kindergarten, den sie gerade eröffnet. Die Fotografen müssen natürlich auch dabei sein. Und in der Burg schaut auch noch jemand zu. Also ich hoffe, die Idee gefällt euch und ihr habt Lust auf ein witziges Buch, das mit ein paar dummen Vorurteilen aufräumt. Ein Buch zum Vorlesen, zum Selberlesen, zum Verschenken, zum Verteilen. Auf Startnext könnt ihr es vorbestellen. Es kostet nicht viel, wenn man ein paar mehr bestellt, kostet es noch weniger. Und wenn genug Bestellungen zusammenkommen, dann kann ich das Buch produzieren. Also macht euch gefasst auf die Prinzessin mit dem Bart.